Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Johannes Ungerer und heute, du siehst es schon im Titel, soll es ein bisschen um meinen Tagesablauf gehen. Es haben ein paar Leute in den Kommentaren danach gefragt. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemanden interessiert, aber ich gehe heute einfach mal drauf ein. Ich habe ja nichts zu verbergen und ich blende dir den auch gleich hier, wenn es passt, dann mal ein bisschen ein. Generell möchte ich natürlich dazu sagen, so, das ist jetzt so, was ich in den letzten Jahren für mich so herausgefunden habe, dass es so der perfekte Tagesablauf ist. Ich weiß auch, dass sich das in Zukunft bei mir ganz, ganz viel wieder ändern wird und dass es wirklich so ein konstantes Testen und Rumprobieren ist. Und ich finde, eine ganz, ganz wichtige Sache ist, hätte ich mich irgendwann mal in der Vergangenheit oder ich habe es früher auch teilweise gemacht oder auch wenn ich mich heutzutage bei so einer Sache wie Routinen, Tagesabläufe und sowas, wenn ich mich da jetzt irgendwie voll darauf konzentrieren würde, was andere Leute für Tagesabläufe haben und dann meinen einfach daran anpasse, weil das dann ja schon so richtig seine Richtigkeit hat, das würde absolut nicht funktionieren. Das wäre richtig falsch, das wäre ein komplett falscher Ansatz so. Und ich finde es wichtig, irgendwie, bevor wir auf das Thema jetzt eingehen, dass ich auch dir nochmal gerne sagen möchte, probiere wirklich eigene Sachen aus und übernimm gerne die ein oder andere Sache für deinen Tagesablauf so als Test. Und probier es einfach für dich aus, aber hör auf dich selber, ob das für dich auch das Richtige ist, weil ich weiß, dass sowas halt einfach total individuell ist. Ja, es gibt meinetwegen so Leute wie den Gary Vaynerchuk, der den ganzen Tag seine Meetings durchballert und den ganzen Tag am Hustlen ist. Und dann gibt es halt auch Leute wie Tim Ferriss oder so, der eher auch versucht, seine persönliche Zeit zu maximieren und seine persönliche Freiheit soweit zu maximieren. So, aber das nur kurz dazu. Finde deinen persönlichen Tagesablauf, deine perfekten Routinen. Das ist mega wichtig. Und ansonsten gehen wir jetzt gerne mal auf meinen ein. Ich blende dir hier mal eben einen Screenshot ein. Ich muss mal parallel drauf gucken. Ich habe hier meinen Laptop, wo das, was du jetzt auch gerade siehst, drauf ist. Und du siehst jetzt ungefähr so meinen Ablauf. Ich habe nicht den kompletten Tag durchgeplant. Du siehst auch hier weiter unten, dass es ab 13 Uhr alles relativ flexibel ist. Und ich eigentlich nie wirklich einen richtig krass durchstrukturierten Tag oder sowas habe. Weiß ich nicht, habe ich einfach für mich so gemerkt, ist nicht das Richtige. Zum Beispiel der Lukas, für den ist das, glaube ich, genau das Richtige. Der weiß immer ganz genau, was er den Tag über macht. Für mich persönlich ist es nichts. Und ja, ich fange einfach mal an. Du siehst hier, morgens direkt geht bei mir relativ langsam und entspannt los. Also ich stehe so um 6 Uhr auf. Das ist jetzt ein optimaler Tag. Wenn ich irgendwie gerade alleine verreise oder so, dann ist es auch für mich kein Problem, um die Uhrzeit aufzustehen. Wenn man jetzt aber irgendwie bei anderen Leuten ist oder so, oder wenn ich jetzt mit meiner Freundin bin, dann stehe ich vielleicht auch mal ein bisschen später auf. Hi! Die gucken mich immer so verrückt an, wenn ich hier Videos aufnehme. Genau, aber das ist so der optimale Tag. Da stehe ich dann um 6 Uhr auf und fange am Anfang erstmal an und gehe eine kleine Runde spazieren. Da lasse ich meistens auch das Handy zu Hause. Und das ist immer mega. Vielleicht kennst du das, wenn man morgens aufsteht, dass man irgendwie voll die wirren Gedanken im Kopf hat. Und manchmal sind das auch echt destruktive Gedanken. Egal jetzt, um welches Thema es auch geht. Aber wenn man zum Beispiel den Tag davor sich viel mit einem Problem im Business oder so beschäftigt hat, dann wache ich manchmal morgens auf und spüre irgendwie, da sind so ein paar negative Gedanken in Bezug auf dieses Problem. Und das fühlt sich immer so real an. Ja? Diese Gedanken, die man hat, die fühlen sich immer so echt an, dass es wirklich wahr wäre. Dabei ist es ganz, ganz häufig morgens so, dass der Verstand irgendwas Komisches konstruiert. Und mir persönlich hilft es immer wahnsinnig, wenn ich da für 20, 30 Minuten ein bisschen rausgehe und ein bisschen spazieren gehe. Normalerweise braucht meine Freundin morgens noch ein bisschen länger. Deswegen habe ich hier noch dazu geschrieben, dass ich sie dann so 20 Minuten später abhole. Und dann gehen wir noch zusammen eine Runde. Manchmal joggen wir auch, je nachdem, worauf wir Lust haben. Genau, dann starte ich aber eigentlich soweit normalerweise in den Tag. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was in meiner Liste als nächstes kommt. Du siehst schon, es ist bei mir nicht so richtig, richtig krass durchgetaktet oder so. Ich versuche auf jeden Fall morgens immer, also das Handy bleibt sowieso komplett aus bis mittags, teilweise sogar manchmal bis nachmittags. Das ist einfach die schlimmste Ablenkung, genauso wie Facebook und Instagram und all so ein Zeug. Das kommt bei mir im Optimalfall erst am Mittag, Nachmittag das erste Mal an. Und bis dahin versuche ich auch zum Beispiel meine, ich nenne die mal Lernroutinen, abgeschlossen zu haben. Aktuell sind das bei mir zwei Leseroutinen und dann so ein paar Meditations- und Affirmationssachen. Die erste Routine, du siehst es auch hier, ist Bereich Spiritualität und Mindset. Da beschäftige ich mich jeden Tag eine Stunde mit diesem Thema, also bilde ich mich persönlich eine Stunde weiter in diesem Bereich. Das ist meistens, dass ich ein Buch lese und parallel dazu Notizen in Evernote schreibe. Da mache ich mir dann meistens auf dem Mac
Einfach ne, auf die eine Hälfte des Bildschirms mache ich mir das E-Book auf und auf die andere Hälfte des Bildschirms die Notizen. Und so, das ist für mich so der perfekte Arbeitsflow, den ich dann auch erreiche. Und ich komme auch in so einen richtig coolen Flow meistens. So eine Stunde ist wirklich, habe ich gemerkt, ein guter Zeitraum, den man jeden Tag machen kann ohne Probleme, mit ein bisschen Disziplin. Und, aber es ist nicht so wie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wo man gerade anfängt zu lesen und noch nicht richtig drin ist und dann hört man schon wieder auf, sondern man kommt auch richtig gut in das Ganze rein. Genau, da habe ich aktuell zwei Themen. Einmal eben ganz breit gefasst Thema Spiritualität und Mindset. Da möchte ich eine Stunde am Tag einfach bewusst dran arbeiten. Und der zweite Bereich, du siehst es hier, Verkaufen. Und Verkaufen, das ist für mich auch ein riesiger Bereich. Das impliziert nämlich in meinen Augen auch generell Umgang und Kommunikation mit anderen Menschen. Das beinhaltet Thema Überzeugen, Thema freies Sprechen, Charisma, Überzeugen, Verkaufen. Es ist irgendwie alles für mich das Gleiche, einfach die kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern. Das bedeutet das für mich. Und, aber natürlich auch in Wort, Schrift und so weiter, meinetwegen Verkaufstexte zu schreiben. Da habe ich jetzt ein paar Bücher in letzter Zeit gelesen. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen, weil das einfach der Nummer 1 Skill auch ist, um ja, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, um auch wirklich Projekte durchzuziehen und auch wirklich, wenn man eine geile Idee hat, eine geile Vision für irgendwas hat oder wirklich was bewegen möchte in der Welt, um auch wirklich andere Leute davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist und dass es Spaß macht und dass es geil ist, dafür muss man eben auch diese Fähigkeiten haben. Ja, und deswegen beschäftige ich mich auch damit eine Stunde am Tag, weil ich in der Vergangenheit gemerkt habe, das ist ein absoluter Gamechanger, da wirklich gut drin zu sein. Wenn ich mir teilweise meine ersten Videos anschaue und mir überlege, was für einen Fortschritt ich zum Beispiel im freien Sprechen gemacht habe und wie viel mehr Wirkung ich einfach durch die Videos dadurch auch erzielen kann, das ist einfach so, so wertvoll, weil man dadurch die Message so viel besser übertragen kann. Genau, das ist so die zweite Routine, die ich habe. Du siehst ansonsten, ich habe hier noch so ein paar andere Routinen, die sagen dir vielleicht nichts, sowas wie Affirmationen, Visualisierung und so. Da gehe ich jetzt auch gar nicht unbedingt weiter drauf ein. Die finde ich aber auch wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich, um sich bestimmte Ziele auch einfach im Kopf festzusetzen, dass dir das Unterbewusstsein auch dabei hilft, diese Ziele einfacher zu erreichen. Wenn dich das interessiert, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich dazu gerne auch noch ein eigenes Video. Aber ansonsten, das ist auch wirklich was, was ich an einem idealen Tag auch jeden Tag erreiche. So, ich werde wieder komisch angeguckt. Gut, genau. Und ansonsten, du siehst, es ist hier nicht wirklich durchgetaktet. Ich schaue gerade nochmal selber drauf. Ab 13 Uhr, meine ich, ist das so, dass ich, ab 13 Uhr ist immer alles flexibel. Mache ich entweder was mit meiner Freundin, arbeite, nehme hier Videos auf. Na, wie spät ist jetzt? Ungefähr 18 Uhr, glaube ich. Oder ich mache Sport, genau. Ich habe heute meine erste Boxstunde hier in Holland. Also alles ganz entspannt. Genau, und ansonsten zwischendurch immer so ein paar Pausen zum Frühstücken, Mittagessen, aber auch um mich mit anderen Leuten im Coworking Space zum Beispiel auszutauschen. Und ja, bei mir ist wirklich alles relativ flexibel eigentlich gehalten. Und das ist für mich perfekt so, ich liebe das. Und ich genieße das extrem, auch einfach mal nachmittags irgendwie einfach wirklich nur eine Stunde oder zwei Stunden. Und das ist völlig egal, wie lange ich halt Bock habe, wie es sich richtig anfühlt, in die Natur zu gehen, Sport zu machen, was auch immer ich möchte. Und das ist eben auch das, was mich so motiviert, diese Freiheit zu haben, überall zu sein, wo ich möchte. Und zwar immer dann, wenn ich es möchte und wenn es sich für mich richtig anfühlt. Und ja, einfach auf mein Gefühl zu hören, was das Richtige für mich ist. Das ist, was ich versuche, auch in meinen Alltag so zu bringen. Und ja, vielleicht hat dich das interessiert. Ich würde mich irgendwie voll auch mal dafür interessieren, wie du so deinen Tagesablauf strukturierst. Hau mir das auch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, ja, soll es das auch mit diesem Video schon gewesen sein. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße, wo auch immer du bist. Und mach dir einen schönen Tag, beziehungsweise einen kompletten schönen Tag. Also, keine Ahnung, was ich gerade rede. Ich höre lieber auf. Ciao.